so you've returned. Ja, ich bin zurück, Herr Vasenverkäufer. Moin moin Leute und herzlich willkommen zu Adventure Time. Ich bin Little Confus Brian oder einfach nur Janik und kommen wir erstmal zur Geschichte. Das namenlose Königreich, ein Königreich ohne Namen. Vor langer Zeit reisten drei Schwestern in dieses Land, um Ordnung herzustellen, um ein Königreich zu errichten, das die Zeiten überdauern sollte. Die Schlummerprinzessin versorgte ihr Volk mit Träumen, die Schlafliedprinzessin erfüllte ihre Herzen mit Musik und die Albtraumprinzessin brachte Leben aus den dunkelsten Schatten hervor. Doch als ihre Arbeit getan war, konnten sich die Schwestern nicht einigen, wer im neuen Königreich herrschen sollte. Jahre vergingen, ohne dass eine Entscheidung getroffen wurde. Prinzessin Barbika, die Herrscherin den ungeschuldigten Finn und Jake, um die Sache vorzuheben. Doch die Helden fanden bei ihrer Ankunft eintreten, als waren drei Prinzessinnen verschwunden. Ja, Herrscher, Jake, die suchen nach den Schwestern, Königreich zu retten. Boah, auf Deutsch ist das echt schwieriger zu lesen als auf Englisch, weil das echt schnell durchgeht. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag. Wir sind hier bei Adventure Time, das Geheimnis des namenlosen Königreichs. Und dieses schöne Spiel ist ein Spiel, was in etwa, ja, so ist wie Zelda, könnte man sagen. The Legend of Zelda. Ich werde mich Yannick hier nennen. Und dann ja, Speicherplatz auch erstellen. Denn es ist auch so ein Top-Spiel wie Zelda, wie ihr seht. Wir spielen natürlich Finn. Und der Humor von Adventure Time kommt auf jeden Fall genau so rüber. Und es ist perfekt, wirklich. Es ist wunderschön. Also wenn ihr Adventure Time kennt, werdet ihr eine Menge Spaß haben mit diesem Spiel. Und ich rutsche mal einmal kurz hier so in die Seite. Wie gesagt, dieses Spiel ist ein Spiel, wo ich jetzt nicht so viel cutten werde und wo ihr einfach so ein bisschen die Story mit mir genießen könnt. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Wenn ja, könnt ihr jetzt ja schon mal ein Däumchen nach oben da lassen und sagen, dass ihr Adventure Time mögt. Aber jetzt geht's erstmal los. Ich bin klatschnass. Ich wusste ja, dass draußen zu schlafen eine schlechte Idee war, aber Jake ist so ein Dickkopf. Oh man, where'd he go? Jake, wo ist er hin? Finn. Finn. Ich glaube, ich brauche das jetzt nicht immer vorlesen. Ihr könnt das so unten ja lesen. Jake, is that you? I'm sending a message to your mind. Can you hear me, buddy? Hey, das bin ich, Hion. Hallo, na, nicht? Yeah, man, where'd you go? This is freaking me out a little. I'm close, but it's dark. It's so dark, Finn. You should save me. Yep, I'm in some trouble here. I'm coming, Jake. Wherever you are. Can you see any clues? Are there clues nearby? Sind there any in there? I can smell something, almost like I'm north of you. Okay. Okay, I'm northing it up. Ich norde schon los. Wow. So, wir werden noch einmal kurz. Kann man hier irgendwo in die Optionen gehen? Wird gerne. Oh, geht gerade nicht so wirklich. Egal. Wir haben auch ein Schwert. Oh yeah. Jake, this might take longer than I thought. There's like a sind so ein paar Monster. Jake, are you there? No, I was too late. Huh? What? Oh, right. I'm okay for now. What were you saying about monsters? They're all over. I'm in some kind of monster forest, I think. Just attack them, dude. Use your grass sword. Okay. Right. Yeah, I can swing the grass. See? Jetzt zerlegt die Monsterbank. Ihr seht schon, dass es so ein bisschen ähnlich ist wie Zelda halt auch, weil diese Teile. Aua. Du Sack. Die können so eine Dings freilegen, wo man, wenn man die angreift, dann elektrisiert wird. Die gibt's ja auch bei The Legend of Zelda, die Teile. Sehen auch in etwa so aus. Drei Herzen haben wir auch oben links. Mal sehen, ob wir noch Herzcontainer finden werden oder so. So, mein Freund. Au! Du kriegst jetzt auch noch dein Fett weg. Babu? Schmausau! Schmausau! I think so. Mein Gedächtnis ist ziemlich mau, Alter. Okay, Geheimdurchgang. Das klingt aber irgendwie ein bisschen komisch, wie er schon mit uns redet. Knirschen auf Nüssen macht sie hart. Sie gehen viel besser in Studentenfitter, though. Okay, das war ein bisschen Denglisch-Menglisch. Bo. Aber nur gut. Die machen uns also stärker. Hm? Oh, ein Geheimdurchgang. Let time. Jake, are you down here? Say something if you can hear me. I'm real close, Finn. Can't you see me? No, no, I can't, Jake. Oh man, did you get vaporized? Am I like breathing you? Atme ich dich ein, jawohl. Oh Glob, don't worry, we'll figure this out. Nah, it's fine. I'm just messing with you. Er nimmt uns so wie. No way. Wie süß der Mund von ihm ist. Seriously, I'm in your pocket. Try hitting. Wow. Boom! See, I'm a shield now. Hmm, that's. Yep. Hey, try using me against those things over there. Okay, also er ist unser Schild. Wow, danke. Danke, Jake.
klappt ja echt super. Okay, jetzt geht's. Okay, da oben sind aber noch ein paar Sachen, die ich mir erst angucken möchte. Muss halt so ein bisschen aufpassen, wie man läuft. So, hier oben haben wir ein paar Pötte. Baboop. Ich finde das immer super cool von Finn. Finn the Human. Den da sind wir ja. Say, Jake? Das war ziemlich krank. Pretending I was captured somewhere and communicating telepathically. Yeah, that. That was totes messed up. Oh, I'm sorry, Finn. I was just embarrassed because I forgot why Princess Bubblegum sent us here. Oh no, you too? Yeah. I stopped paying attention, I guess. Nope. Was too distracted making crazy bubbles in my spit. Wanna see? Irre Blasen mit meiner Spucke. Yeah, I remember. I was there. Finn und Jake sind so super zusammen. Die passen auch einfach so 1A zusammen. Das ist unfassbar. Das sind am Schalter. Ah. Okay, Schalter gibt's hier auch. Babu? Da oben ist eine Truhe. Da oben ist eine Truhe, die will ich haben. We gotta unlock that door. Maybe we should ask those monsters. Ask them? Why ask them when we could just pound the key out of them? Okay, Jake. Sometimes I wonder if we should try talking to them more. You know, konversieren und so. Yeah, they're monsters. I guess you're right. Okay. Also prügeln ist der einzige Weg, sagt Jake. Wollen wir ihm mal vertrauen. Die sind ganz schön gruselig. Das ist das nächste Horror-Game, wie ihr seht. Oh mein Gott! Gruselig wie sonst was. Okay. Oben seht ihr auch unsere Währung. Wir haben gerade 5 Gold. Oder so. Hier haben wir eine Kiste. Oh, wie süß er guckt, wenn er was aufwählt. Irgendwie haben wir einen Schlüssel, den wir da unten einsetzen können. Okay. Erstmal werde ich aber nochmal kurz hier oben mir die Truhe ansehen. Da war ja auch noch eine. Das ist ein Magen-Studentenfutter oder etwas gedreht. Was? Das ist ziemlich eklig. Es wäre viel einfacher sein, wenn es in Magen-Studentenfutter oder etwas gedreht. Them, Deutsch, though. Okay. Schmickel, schmeckel. Was haben wir hier noch? Noch mehr Geld. Oh mein... Boah, haben wir jetzt viel Geld. Hui. Okay. Ja, wir können jetzt hier natürlich die ganze Zeit durchlaufen und uns immer was Neues holen, aber das brauchen wir, glaube ich, nicht tun. Wow, an was habt ihr, wo habt ihr überhaupt zugehört? Irgendwas? Das ist nicht Königreich, Unkönigreich. Das namenlose Königreich. In so ein komisches No-Name-King-Königreich. Wow. Na gut, wir müssen jetzt also erstmal rauskriegen, warum wir überhaupt hier sind. Wissen wir ja, aber natürlich schon. Wir müssen die Prinzessinnen finden. Damit hier ein wenig Ordnung herrscht. Im No-Name-Kingdom. Okay. Das Minztäfelchen. Cool. Is there a reason why you didn't use the front door? You had a lot of monsters in that basement of yours, but we took care of it. Ach, wir haben das gemacht, kein Ding. You're welcome. So richtig sassy. Nicht der Rede wert. Yes, of course. Needless to say, you've arrived. I'm sure Princess Bubblegum explained the situation. Danke, dass du nochmal zusammenfasst, denn die erinnern sich an nichts. Okidoki. This kingdom was created by 3 kind and benevolent sisters. Lullaby Princess, Slumber Princess, and Nightmare Princess. Okay. Now that the kingdom is complete, a ruler must be chosen to guide it forward. The coronation ceremony is tomorrow, but all 3 princesses have disappeared. Wow. Das wird schnell und eng und hui. You need us to find the princesses so one of them can rule the nameless kingdom, right? Quite right. There isn't much time, I'm afraid. We'll find those sisters before you know they're gone. Any idea where they might be? We had assumed each princess. Unfortunately, it seems the entire. No worries, your butlership. Monsters are just pickups I haven't collected yet. Oh. Okay. Okay then. We're counting on you, Finn the Human. Finn the Human. Okay, was haben wir hier für grüne Kondome? There's a really nasty swamp at the southeast end of the kingdom. I don't plan to go anywhere near that place. Wie süß ist denn einfach seine Stimme? Am südöstlichen Rand des Königreichs. Vielleicht sollten wir denn ja in Südosten gehen, wenn er uns das schon sagt. The tools and abilities you find in dungeons have many uses. They're not just... Okay, Werkzeuge, wenn wir nicht weiterkommen. Sollten wir uns alles mal merken? Okay, okay, okay. Also nun geht unsere kleine Quest los. Wir sind jetzt auf der Suche nach den 3 Prinzessinnen. Butler is a class act. Definitely. We didn't even have to ask him to explain everything. Princesses, check. Monsters, check.
Three temples? Check. So, what time is it? Top-down adventure time! Zeit für ein Abenteuer aus der Vogelperspektive. Ich finde es halt einfach schön, wie dieses Spiel, genauso wie auch Adventure Time, die Serie an sich, wie sie halt irgendwie sich selbst so ein bisschen auf den Arm nimmt. Ich meine, die interagieren ja quasi mit dem User, indem sie sagen, wir spielen gerade ein Spiel aus der Vogelperspektive. Das finde ich super cool gemacht. Okay, wo gehen wir denn als erstes hin? Wir können jetzt natürlich in den Südosten gehen. Aber ich glaube, ich gehe erstmal nach links. Ich will nach links gehen. Okay, hier haben wir ganz viele Gegner. Oh, den noch nicht angreifen. Könnte schief gehen. Sehr gut. Yum. Yum. Oh, was ist da denn? Das sieht aus wie ein Herzcontainer oder sowas. Aber da kommen wir noch nicht hin. Schade. Da können wir später bestimmt ein... Ui. Können wir später bestimmt ein Werkzeug oder so benutzen. Schätze ich. Oh. Hehe. Den haben wir auch besiegt. So schnell geht das. Hier mal alles kaputt machen. Oh, hier können wir bestimmt auch ein Werkzeug verwenden. Okay, wir finden also schon eine Menge, wo wir Werkzeuge mal verwenden werden können. Höchstwahrscheinlich. Da ist auch irgendwas, wofür was wir noch nicht haben. Was ist das denn? Das sieht aus nach einem Händler. Steht da? Hunde müssen draußen bleiben. Ah, sorry, Jake. Du musst leider draußen bleiben. Die Musik ist auch schon der Wahnsinn. Warte, was? Hilfe! Wir haben Countdown? Nein! Oh, das war voll schlecht. Boah, gibt's hier viele. Okay. Er macht auch noch ein paar kaputt. Was war das jetzt? Ich weiß nicht, was es war. Diesmal werden wir einfach mal mit dem Besitzer reden, anstatt einfach alles sofort kaputt zu machen. So you've returned. Ja, ich bin zurück, Herr Vasenverkäufer. okay, vielleicht kriege ich später mal eine Belohnung, wenn ich alles in dem Zeitlimit schaffe, aber das werden wir jetzt definitiv noch nicht schaffen. Da sind wir noch nicht schnell genug für. Immer schön die Büsche kaputt machen. Kann immer ein kleiner Geheimgang drunter sein. Obst ist lecker und macht stark, sobald es in essbare Form überführt. Es ist halt nicht ganz so krass übersetzt, muss man ja zugeben, ne? Die Musik macht mich glücklich. Kauft der Kunde wie verrückt, ist der Händler ganz entzückt. Na super. Was ist das? Eine Plastiktüte. Okay. Hans Gans ist hier. Wie süß. Oh, das ist ein Bangerang. Jawoll. Das macht mich super glücklich. Ich weiß jetzt schon, dass ich eine Menge Spaß haben werde mit dem Spiel. Ich hoffe, für euch ist das auch was. Das ist jetzt, ich denke mal, auf jeden Fall was für die Adventure Time Fans, aber vielleicht auch eher für jüngere Zuschauer. Weil es halt auch einfach mal ein Spiel ist, was man sich so nebenbei mal angucken kann. Irgendwie, wenn er von einer Bahnstation zur nächsten fahrt oder sowas, dann ist sowas hier halt eigentlich ganz cool. Und man nicht irgendwie voll viel Geschnitte und bla. Das ist einfach so ein bisschen, man lehnt sich zurück, spielt ein bisschen. Ich finde, das ist, glaube ich, ganz gut dafür. Die Musik macht mich super glücklich. Was haben wir da denn? Da kommen wir nicht hin. Hier sind überall Videokassetten. Hilfe. Sieht aus wie Hitze, stand da, glaube ich, drauf, ne? Heat. Okay. Upsala. Es wäre natürlich super cool, wenn wir jetzt noch irgendwie 35 Rubibles zusammenkriegen. Damit wir uns den Bangerang leisten können. Könntest du aber auf jeden Fall schon mal merken, dass der Bangerang da ist. Nach links konnten wir ja nicht weiter. Das macht uns stärker, das wissen wir ja inzwischen. Wo geht's denn hier hin? Da ist eine Höhle. Oh Leute, das könnte sehr spannend werden jetzt. Halleluja, was ist das hier? Spoopy. Oh, wie süß! Finn, how are you? Mr. Schwein. Wow. My special lady and I came to the Nameless Kingdom. Für ein romantisches Wochenende. Today was her manicure day, but I wonder if she forgot we agreed to meet here afterward. Autsch. Das ist irgendwie traurig.
Sie hatte gerade ihre Maniküre, aber sie ist bis jetzt noch nicht hier hingekommen. Vielleicht hat sie ja vergessen, dass wir uns treffen wollten. Das ist irgendwie ziemlich traurig. Mr. Schwein tut mir sehr leid. Der Arme. Okay. Dann gehen wir jetzt doch mal nach rechts. Links waren wir jetzt ja schon. Gucken wir uns jetzt mal rechts um, was uns hier erwartet. Okay, da vielleicht... Ups, kurz aufpassen. Ah, mit 32 kannst du dir noch nicht ganz so viel kaufen. Minion. Wo geht's denn hier hin? Ein neuer Abschnitt. Uiuiui. Uiuiui. Eieiei. So sieht's also aus, wenn man die trifft, wenn die gerade in Elektrisierungsschüssel so machen. Oh, was haben wir hier denn alles Schönes? Halleluja. Das ist ja ein Traum für uns. Oh, was ist das? Anscheinend liegen eine Menge davon herum, wenn du sie nun alle sammeln würdest. Leute, ich verspreche es euch hiermit hoch und heilig. Zum einen haben wir 35, wir können uns den Bangarang leisten. Wir werden dieses Spiel 100% durchspielen. Wir werden es beim Storyrun jetzt wahrscheinlich noch nicht ganz schaffen, aber ich werde das auf 100% mit euch spielen. Ich habe da ziemlich Lust drauf. Das ist jetzt aber sehr spooky. Oh, wie süß, wer ist er denn? Hallo. Starchy! Und evaluiert diesen Friedhof. Lust auf ein kleines Rennen? 30 kostet das? Oh, ich weiß nicht. Nee, dann lieber nicht. Weil irgendwas sagt mir, dass hier zum Beispiel eine Abkürzung ist und dass man das mit der Abkürzung dann wahrscheinlich auch nur schaffen kann. Und meine 30 Schatz, so wie sie heißt, werde ich jetzt nicht dafür ausgeben. Nein, nein, nein. Das werde ich nicht tun. No, no, no. So, speichern ist übrigens hier in diesem Spiel auch ganz cool. Man kann hier die ganze Zeit immer im Pause-Screen speichern. Also keine Probleme mit irgendwas, dass man irgendwie erst wohin kommen muss, um zu speichern. Man kann das immer so machen, on fly. Ist ziemlich cool. Aber bis jetzt wirklich ein Spiel, was unfassbar cool ist. Deswegen auch nochmal ein dickes Danke an Kira, hieß sie, glaube ich. Kira Brainlink. Die hat mir das nämlich gegeben, so ich sie über Steam. Danke, danke dafür. Ziemlich cool. Oh. Also wegen der könnt ihr jetzt dieses schöne Let's Play begutachten. So. Yeah, yeah. Was haben wir hier? Das sieht aus wie das Schloss der Albtraumprinzessin. Ein Plastikbeutel. Haben wir nicht sogar einen? At last, you brought a plastic baggie. As promised, welcome to the Song Temple. Well, okay then. Oh, die Musik ist auch so cool, wenn man... Oh, das ist... Oh, jetzt kommen mir gerade so die Feels hoch, diese The Legend of Zelda Feel. Dungeon-Musik. Okay, der Tempel der Lieder ist das. Also ist hier dann vielleicht doch nicht die Albtraumprinzessin, sondern die Schlummerliedprinzessin? Weil wenn das der Tempel der Lieder ist, ist das ja eher die Schlummerliedprinzessin, würde ich sagen. Oh. Wo die Musik halt sehr spooky noch ist. Yum. Okay. Ba-boop. Oh Gott, was sind das denn für Wesen? Oh Gott! Oh Gott! Das sind einfach fliegende Kabel. Interessant. Was ist das denn da? Fünf. Fünf Platten. Okay, wir brauchen also irgendwelche Platten, so wie es ausschaut. Babup? Ich kann mich mit Finn the Human definitiv gut... Oh Gott. Was sind das für Suicide-Bomber? Ah! Hey! Oh Gott. Okay, wir können die tragen. Aber die gehen ganz schön schnell hoch, ne? Oh, es gibt Schalter! Oh, die Rätsel beginnen, meine Leute, meine Damen und Herren. Was ist das? Zwei Trommler braucht man dafür? Leute, was haben wir denn hier jetzt alles gerade entdeckt? Halleluja. Okay, was kriegen wir hier? Kartenpapier. Mit das beste Material zum Zeichnen einer Karte. Aber du brauchst dazu einen Bleistift. Na toll.
Jetzt fehlt uns ein Bleistift, das gibt's ja nicht. Aber ich würde sagen, dann bleiben wir erstmal hier stehen. Das soll es erstmal sein für den ersten Part. Wenn es euch gefällt, lasst doch bitte ein Däumchen nach oben da. Hier ist jetzt noch ein anderes Video verlinkt, was euch eventuell auch gefallen könnte. Und der nächste Part, da könnt ihr einfach direkt draufklicken. Ist auch für mobile User, da oben einfach aufs i klicken. Dann kommt ihr zum nächsten Part und zur Playlist. Das wär's für heute. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Und bis dann, euer Brain. Tüdelü mit Ü. Bye.